Vielleicht verdrehen ja die vier Frauen unserer Jury den Kopf. Wir sind Carola, Sandra, Nelly, Noel. Und zusammen sind wir die Velvet Cats. Und wir wollen euch unterhalten. Casting kommt da. Stimmt! Ja, schnell, schnell, los! Wie macht das Büsi? Genau. Und vier davon stehen da. The Velvet Cats. Ladies, was ist von euch in diesen schicken Morgenmänteln zu erwarten? Eine grosse Überraschung. Ja, eben. Das sieht, sieht schon mal so aus. Es sieht wirklich wie eine grosse Überraschung aus. Und es also muss ja explosiv sein, weil der Titel heißt «Der Vogel» oder «Katzen und Vögel». Man weiss, dass der Bill rauskommt. Genau. Mal schauen, wer zuerst auf dem Baum ist, die Jury oder der Vogel. Das werden wir sehen. Das gehört auf jeden Fall euch. Und mit toi, 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 toi. Und viel Spass vor allem. Miau. Velvet Cats. Mach nochmal. Vier Büsi. Da schaut der Kater. Hallo miteinander! Guten Abend miteinander! Hallo! Hallo! Ja, wir gehen auch gleich ins Bett. Also, wir haben auch einen langen Arbeitstag hinter uns. Das ist auf jeden ein Morgenmantel. Ja. Ah, Entschuldigung. Ein Gute-Nacht-Mantel. Ah, so. Gut, das mache ich jetzt aufs erste Reden. Ist ja whatever. Gleich, ihr seid das Vierte auf der Bühne. Zeigt uns was, woher kommt ihr? Stellt euch rasch vor. Wir sind die Velvet Cats, wir kommen aus Zürich. Und wir werden euch eine musikalische Geschichte erzählen. Wir werden singen. Ihr singt eine musikalische Geschichte. Ja. Wunderbar. Und das hat in dem Fall, handelt sie am Morgen, die Geschichte? Nein. Sie fängt mindestens dort an. Nein. Aber? Es ist reine Suspense, was wir da machen. Entschuldigung. Und in welches Jahr tauchen wir ein, wenn ich da die Melone mit dem Schnauz sehe, links aussen? Wir sind im 2011, immer im Jetzt. Aha, gut. Und jeder fragt sich natürlich, was ist da drunter? Das wird euer süßes Geheimnis sein, das gleich gelüftet wird. Wenn es auftretet, jetzt bei den grössten Schweizer Talent, die Velvet Cats! Auf dem Baum sitzt ein Vogel, aber wo hier mit den Augen zielt, ist nicht einfach zu sehen, weil der Vogel der schilt. Vorbei hüpft ein Müsli und auch ein Reh, aber der Vogel ist traurig, sie haben ihn nicht gesehen. Verschwindet dies im Haus. Oh, der Vogel, allein auf seinem Baum. Er hat einen Traum, nicht mehr einsam zu sein. Was kann ich dafür, wenn ich nicht geradeaus kann sehen? Meine Augen sind schief und mein Herz liegt ruhig weh. Das Reh sagt, denn der Vogel nicht, dass er sau doof aussieht. Und drum, wir matt mit dem Spielewett. Vielleicht seh ich auch schon klein scheiße aus. Aber ich, der Vogel, bin voll netter als die blöde Maus. Oh, der Vogel! Meine Augen stehen schief und mein Herz tut weh. Tatsch, bom, bang, all auseinandergestoben. Da ist grad einer mit dem Grind in den Baum hineingeflogen. Aua! Rief der Vogel. Was ist denn das? Ein Vogel mit drin im Gras. Der Vogel im Gras. Mein Kopf
Gut kann gerade aussehen. Ach, hätte ich doch nur eine gute Brille, dann müsste ich nicht mehr singen. Sind alle miteinander? Also alle? Nein! Doch alle! Im Ernst, doch alle! Oh, Ehrenwort! Nein, also. Schliessen Sie Frieden, tanzen Hand in Hand. Happy So ein Bettmümpfeli hätte ich jetzt nicht erwartet, als wir hier so in den trostlosen Morgenmänteln gefahren sind. Gut, ich habe schon gedacht, da ist noch irgendetwas dahinter. Also für mich fantastisch. Wir sehen ja viel da oben so Mixes zwischen irgendwie Comedy-Flüssen mit ein bisschen, aber selten so schön eingebunden. So der Trudi Gerster, Peter Reber Comedy-Mix. Mit dem schillenden Vogel, dir tun die Augen sicher weh, oder? Das ist gerade Übung, jahrelange Übung. Du siehst uns noch gerade aus. Ich finde, das ist in der ganzen Choreografie und einfach in der Wirkung und Ausstrahlung einfach grandios gewesen. Ich habe sehr Freude an euch. Messi, Girls. Das hat mich fasziniert. Das ist so grossartig, was ihr gemacht habt. Ich war schockiert und überrascht. Ich dachte, okay, jetzt kommen die, oder? Mit Unterwäsche und die wollen die sexy Frauen spielen. Und dann kamen die Theater, Schauspielerei, Gesang, Klavier, also alles zusammen und perfekt in Szene gesetzt. Also großes, großes Kompliment. Brave! Danke. Danke. Ja, liebe Velvet Cats, wir in der Jury sind uns selten einig. Oh. Aber ihr gehört zu einer Spezies, die ich fast nicht mehr kenne, nämlich Frauen, die sich nicht ernst nehmen. Das ist wirklich fast etwas sehr Seltenes. Frauen wollen um alles in der Welt immer sexy wirken. Und wisst ihr was? Ihr seid sexy. Wir sind alle drei begeistert. Ja. Fantastisch. Wir sind uns einig für einig. Sensationell. Also, dann holen wir uns noch ab, was abzuholen ist. Ja. Sim. Ja. Prima, ja. Lass doch nicht.